Hallo und herzlich willkommen bei Young Refugees TV. Wir haben heute interessante Beiträge für euch. Zukunft, das sind unsere Traumberufe. Lustig, wir haben mal wieder Wörter verwechselt. Spannend, andere Länder, andere Sitten. Was kann ich gut machen? Und als was muss ich später arbeiten? Viele Jugendliche wissen es noch nicht. Ihr auch nicht? Dann inspiriert euch vielleicht folgender Beitrag. Hi, ich bin Nazir Ahmadi. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 17 Jahre alt. Ich will IT lernen oder programmieren. Ich lerne Programmieren ein bisschen mit einer Kollegin oder mit einer Betreuerin. Und ich will in Zukunft in IT arbeiten, in IT-Fächer arbeiten. Und ich mache das macht mir Spaß. Mein Name ist Ali Mirza, ich komme aus Syrien. Ich kann gut Haare schneiden. Und ich habe in Syrien ein Jahr und halb Frisur gearbeitet. Und das macht mir Spaß. Hallo Leute, mein Name ist Dilshad Ahmad, ich komme aus Syrien. Ich bin 18 Jahre alt. Wenn es Stress gibt, bleibe ich immer ruhig. Ich möchte Sicherheit kontrollieren. Okay, ich schon zu. Hallo, ich bin Mohammed. Ich bin seit 2 Jahren hier in Deutschland. Ich habe die Sprache ein bisschen so schnell als die anderen gelernt, weil ich einfach fleißig war. Und das bedeutet, dass wenn man fleißig ist, er kann viele Dinge hinkriegen. Ich kann auch Englisch und I teach myself by myself because I just need it. And that means if you want something, you can get it in the end. And this is the point that I wanted to tell it, say it for you. That's it. Wenn man eine Sprache lernt, verwechselt man oft bestimmte Worte. Unsere Reporter auch. Hi Mustafa, weißt du, wo Käse ist? Hi, hast du Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Ich habe Käse mit Brot gegessen. Wie bitte? Hast du das mit Brot gegessen? Ja. Aber das man kann nicht essen. Diese, ich mit... Ja, aber das ist keine Käse. Das ist Käse. So. Willst du diese? Genau, das ist Käse und das ist Käse. So. Herr Kleiner, wo ist die Küche? Wo ist die Küche? Hier. Danke. Hier steht Toilette. Toilette, wo ist die Küche? Etwas essen. Essen. Kannst du Arabisch? Ja. Wo ist die Matbach? Da, mein. Danke, Gott sei Dank. Da. Ja, ich da alle. Hallo Matbach. Hallo, da ist Küche. Deutschland ist schon manchmal merkwürdig. Aber was finden umgekehrt die Deutschen in anderen Ländern merkwürdig oder besonders? Griechenland oder so ist ja schon ganz anders, als wie wir es hier jetzt so kennen. Dann das schöne Wetter natürlich, wo es heute so kalt ist. In den Mittelmeerländern ganz allgemein ist es ja schon so, dass man eben alles ein bisschen, ja, die Zeiten sind verschoben und durch die Wärme ist alles ein bisschen, mittags ein bisschen ruhiger und alles ein bisschen entspannter, die Abende sind länger. Ich mache halt immer Urlaub in Montenegro, das ist ein Nachbarland von Serbien. Und wenn ich gerade so in der Nähe bin, dann fahre ich meinen Eltern auch da mal hin zu meinen Großeltern oder Cousins und dann helfe ich mal auf dem Bauernhof mit aus. In Chile sind die Menschen sehr offen, sehr freundlich, haben halt eine lateinamerikanische Kultur. Oftmals war nicht der Wohlstand da, den wir hier bei uns in Deutschland gewohnt sind. Auf der anderen Seite habe ich aber die Menschen dann auch immer bewundert, dass sie trotzdem augenscheinlich viel glücklicher waren als wir hier in Deutschland, die wir eigentlich alles haben. Und das hat mir immer wieder gezeigt, dass man mit viel weniger viel glücklicher sein kann eigentlich.
Es war nicht diese typisch deutsche Mentalität, du musst jetzt pünktlich sein, sondern es war alles ein bisschen ruhiger, die Leute waren ein bisschen ruhiger. Das war schon ganz angenehm. Wenn ich jetzt mal an Alexandria denke, was komplett anders war, die Infrastruktur, der Verkehr. Da fahren Autos nur, indem sie eigentlich auf der Hupe stehen. Also das ist eine unwahrscheinliche Geräuschkulisse in den Straßen. Da gilt keine rote Ampel, alles völlig egal, jeder fährt trotzdem weiter. Das sind so Dinge, die einem sofort auffallen. Und es ist ein ganz anderes Klima und die Menschen sind ganz anders gekleidet und man kann ganz andere Sachen kaufen dort als hier auf den Basaren. Das Essen ist anders, es ist eigentlich alles anders. Ich habe eigentlich auch immer viel Wert drauf gelegt, nicht nur einen Badeurlaub zu machen, sondern auch einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Nicht so ganz viel, weil manchmal ist das nicht so schön, was man dann dort sieht und dann würde man sich den Urlaub verderben. Dann setzt man doch zwischendurch immer ganz gern die rosa-rote Brille wieder auf. Aber ich finde es schon interessant, wie andere Menschen leben in anderen Ländern. Das war's für heute von Young Refugees TV. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Besucht unsere Homepage oder schaut mal in unserer YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!